Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe es ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass ich ein paar Planer verkauft habe und ein paar neue bestellt habe, also drei insgesamt. Und einen Planer habe ich ja schon gezeigt, das war die Kate Spade in Pink Bonnet, wie auch immer man das ausspricht. Und diesen Planer hier, den habe ich auch schon vor ewig langer Zeit bestellt. Ich glaube, die Vorbestellung lief im Juni, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und jetzt ist der Planer endlich angekommen. Ich freue mich riesig. Ja, ihr habt es im Titel ja schon gelesen. Das ist der Planer von Gero Kreativ. Und ich habe den damals eigentlich mehr oder weniger blind bestellt. Also es gab ja nur ein paar Fotos zu sehen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie er aussieht, weil die Farbe ist immer so ein bisschen unterschiedlich auf den Fotos. Auf den einen wirkt er mehr Roségold, auf den anderen wirkt er mehr Kupfer. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Also ich habe ja ein roségoldfarbenes Traveler's Notebook von Webster's, aber einen kupferfarbenen Planer habe ich noch gar nicht. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Und wir machen ihn jetzt mal auf. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwo eine Rechnung ist mit einer Adresse noch drauf. Nein. Das ist schon mal gut. Hier ist noch was. So. Also, zum einen finde ich das total süß. Da steht mein Name drauf und total schön geschrieben. Oh Mann, ich beneide immer alle, die so eine schöne Schrift haben. Dann eine Visitenkarte von Gero Kreativ. Eine Nachricht. Da steht Danke und viel Freude. Nochmal die Adresse. Das schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox. Ich weiß nicht, ob es den Planer jetzt regulär gibt. Es war eine limitierte Auflage und man konnte den eben vorbestellen. Aber ich weiß gar nicht, ob es den jetzt auch regulär im Shop zu kaufen gibt. Da müsstet ihr eventuell einfach mal nachgucken. So, jetzt habe ich schnell ein Bild für das Thumbnail gemacht, ein Foto. Und jetzt können wir auspacken, also das können wir, glaube ich, weglegen. Mit was fangen wir an? Wir fangen natürlich mit dem Planer an. Also eine wunderschöne Schachtel erstmal. Gefällt mir sehr gut. Ich bin ja auch so ein bisschen Verpackungsfan und finde ich sehr schön, dass der auch in so einer schönen Schachtel kommt. Die werde ich mir auf alle Fälle aufheben und für ja, diverse Kleinigkeiten verwenden. Meistens lagere ich damit da drin irgendwelche Samples oder ja, von Happy Mails irgendwelche Kleinigkeiten. Und jetzt machen wir ihn mal auf. Tschada! Oh, man sieht es gar nicht richtig. Es ist ziemlich dunkel. Ich versuche ihn mal zu drehen. Ja, die Kamera tut sich schwer. Also es ist ein wunderschönes Kupfer. Also es ist tatsächlich Kupfer, kein Roségold, ein wunderschönes Kupfer. Und auch die Rückseite, ich glaube, man kann es eigentlich schon ganz gut durch die Kamera sehen, gerade wenn man es so ein bisschen dreht. Machen wir ihn mal auf. Also wer die Fotos noch nicht gesehen hat, er ist innen gepunktet. Einlagen sind keine dabei. Das wusste ich aber. Und so sieht er jetzt innen aus. Hier sieht man jetzt auch die Farbe ganz gut. Also er hat innen diesen wunderschönen Stoff mit den Punkten. Und hier Fächer, hier ein Reißverschluss. Hier auch nochmal ein Fach. Die Ringe schließen gut. Sehr straff, also sehr gute Ringmechanik, also wirklich, boah, da kann sich Kate Spade auf alle Fälle eine Scheibe davon abschneiden. Also wirklich eine super Ringmechanik. Ganz toll. Und auch hier ist noch ein Fach. Ist noch so ein Einschubfach. Und hier ist noch ein Fach. Finde ich auch cool. Das habe ich noch nie gesehen, dass hier unten ein Fach ist. Eine Stiftschlaufe. Hier so eine, ja, für einen Block. Hier ist Gero Kreativ eingestanzt, kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen. Auch hier nochmal. Und ja, also ich finde ihn sehr, sehr schön, muss ich wirklich sagen. Es ist eine ganz tolle Farbe, es ist kein aufdringliches Kupfer, wie auch immer man das jetzt beschreiben will. Aber
Ich finde die Farbe wirklich sehr, sehr schön. So, das war der Planer. Mehr gibt es zum Planer nicht zu sagen, aber ich finde ihn wirklich toll. Und dann hier ist der dazu passende Stift drin. Wegen diesem hat es auch so lang gedauert. Und den machen wir jetzt auch mal auf. Tada! Ups! Super. Auch eine tolle Schachtel. Ein Stift mit einem Diamanten drauf. Ich hole ihn mal raus. Der passt also exakt dazu. Und wegen diesem Stift musste ich jetzt auch einen Monat länger warten. Die anderen, die nur den Planer bestellt haben, haben den jetzt schon seit, glaube ich, 4 Wochen. Aber okay, hier ist so eine kleine. Ach nee, das ist keine Macke. Hier ist nur ein Faden. Steht ein bisschen so ein Faden raus, ist aber nicht schlimm. Ja, wie gesagt, also das ist der Stift. Der passt farblich halt exakt dazu. Schauen wir mal, ob er auch in die Stiftschlaufe passt. Die ist sehr groß. Passt. Passt sehr gut. Ja, das war's von meiner Seite. Ein kurzes Unboxing. Mehr gibt's aber auch nicht zu zeigen. Wie gesagt, so sieht er nochmal von innen aus. So sieht er von außen aus. Ihr könnt gerne mal auf die Seite gehen und gucken, ob es den jetzt auch regulär im Shop gibt, den Planer, falls ihr auf der Suche seid. Den Preis kann ich euch jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen, weil es ja, wie gesagt, im Juni irgendwann war. Ich meine, dass der Planer um die 40 Euro gekostet hat. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Vielleicht war es auch ein bisschen mehr. Der Stift, meine ich, hat um die 7, 8 Euro gekostet. Wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn die Preise nicht stimmen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber den Shop, wie gesagt, verlinke ich euch in die Infobox. Und dann war es das jetzt mit diesem kurzen, kleinen, knappen Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!